Hallo, hier bei Mixi TV. Heute sind wir bei einem Hersteller von Gürtel. Und die Gürtel sind optimal für Gehkescher, habe ich gehört. Mal schauen, was er dazu meint. So, jetzt sind wir beim Bernd Korell von der Firma gürtelextreme.com. Habe ich es richtig ausgesprochen? Du hast es richtig ausgesprochen. Okay. Und für wen sind die Gürtel? Wer kann so einen Gürtel gebrauchen? In erster Linie der Geocacher kann die Gürtel gebrauchen. Die sind ideal, wenn man jetzt zum Beispiel das GPS-Gerät mal weghängen will oder zusätzliche Taschen anbringen. Aber auch der Jäger, also unsere liebsten Freunde, der Outdoor-Mensch, Survival, Bushcraft in die Richtung. Jeder, der halt was Robustes sucht und einen Gürtel für draußen braucht. Und handelst du mit dem Gürtel? Also, war in China hergestellt und du hast dort einen Sack voll gekauft? Oder wie funktioniert das? Nee, das funktioniert so, dass ich die selber herstelle. Ich kaufe Okay. das Gurtband zwar auch ein. Zum Teil kommt das Band aus den USA oder aus Österreich, also auch nicht aus China. Und die Schnallen sind spezielle Schnallen aus dem Klettersport von Austrialpin aus Österreich. Okay. Du siehst ja auch unterschiedliche Farben, je nachdem, wie man orientiert ist. Sandfarben, Multicam, Kryptek oder ganz schlicht schwarze Farben. Kannst dich dann halt bei mir den Gürtel so zusammenstellen, wie du gerne das haben willst. Also gibt es kein optimaler Gürtel für jeden, sondern es ist was ganz Individuelles. Jeder hat andere Hobbys, andere Vorliebe und dementsprechend hat andere Gürtel. Das ist richtig. Jeder ist anders. Jeder hat zum Beispiel gerne sein GPS-Gerät an der anderen Stelle gerne hängen. Der Gürtel hat bisher immer nur so ein Dasein dahin gefristet. Weißt? Keiner hat eingesehen, mehr als 20 Euro für so einen billigen Gürtel auszugeben. Aber er ist so vielseitig, da du halt überall noch zusätzliche Sachen aufnähen kannst. Also, er sieht auch ganz stabil aus, wenn man das so anschaut. Da würde mir getrauen, einmal hinzuhängen kurz. Na, das Hinhängen ist so ein Thema. Ich habe ein Etikett eingenäht, wo drauf steht: Not for climbing, nicht zum Klettern, nur um mich abzusichern. Klar. Die Schnallen von Austrialpin halten aber bis zu 18 Kilonewton. Das sagt dem Kletterer was, aber das sind 1,8 Tonnen. Und die Schnalle wird nicht aufgehen, auch wenn man sich daran hängen würde, was man nicht sollte. Aber du kannst zum Beispiel auch deinen Hund daran hängen und bequem Eis essen. Oder dich zur Not halt mal kurz wo sichern. Dann habe ich von anderen Gehkescher gehört, dass da super Zubehör dafür gibt. Was könnte das so sein? Was macht man eine Girl hin? Zum Teil kannst du dir da Zubehör dazu bestellen, was den nackten Kaufpreis des Gürtels ein bisschen übersteigt. Das fängt schon mal an, dass das überstehende Gurtband einfach so Ich weiß nicht, ob du wegkletten das jetzt auch kannst. siehst, so ein bisschen Kamera. Okay. Oder zusätzliche Molle-Schlaufen. Molle ist so ein modulares System, wo du Taschen zum Beispiel hier von Maxpedition an unterschiedlicher Stelle aufbringen kannst. Ein zusätzlicher D-Ring, um dein GPS einzuhängen. Möglichkeiten ohne Ende. Ich kann auch deinen Namen reinstecken oder deine Blutgruppe, was du haben willst. Okay. Ach so, man kann wie zum Beispiel auch jetzt E-Mail-Adresse reinschreiben lassen, dass wenn man verliert, das edle Teil, dass man Hoffnung hat, dass wir jemand findet. Du, wenn du den Gürtel verlierst, dann verlierst du auch deine Hose. Das müsste man gleich merken. Aber wenn man dich irgendwo findet, dann kann man so mal reinstecken lassen, wer du bist, dass man dich Okay. gleich identifizieren kann. Und ab welcher Preisklasse fängt sowas an? Nun, die Gürtel werden von mir in Handarbeit gefertigt. Oh, das wäre dann teuer, höre ich schon. Es Das ist hört sich ja auch alles edel an. Edel und es ist nicht vergleichbar mit Produkten aus Fernost. Es fängt an bei 30 Euro bei einem reinen schwarzen nackten Gürtel ohne zusätzliche Features. Ich habe auch schon Gürtel zusammengenäht für 150, 170 Euro. Da sprechen wir aber dann von der Vollausstattung. Okay, also am besten sicher Angebot bei dir machen lassen. Bei mir auf der Website vorbeischauen, das sind alle Gürtel. Die Website heißt wie? Sagst du am besten du, dass ich nicht falsch ausspreche? Am einfachsten kann man sich merken geilegürtel.de.
Gürtel mit Ü. geile-gürtel.de. Genau. Also mit Minus dazwischen. Mit Minus und das Ü direkt mit den Pünktchen auf dem U. Mit den Umlauten. Mit den Umlauten. Wir haben keine Kosten gescheut da auch mit Umlauten. Okay. Ja. Das und dann gibt es auch noch www.gürtel-extrem.com. Genau, das war die erste Domain, die ich registriert habe, aber geile Gürtel klingt einfach einprägsamer. Das ist cool. Ja, finde ich auch. Okay, dann vielen Dank für die Infos. Gerne. Kannst du auch gerne mal alles so zeigen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gürtel. Könnt ihr auch Kommentare schreiben, welchen Gürtel ihr euch zusammenstellen gelassen habt. Bin mal gespannt. Tschüss.